Dankeschön, Herr Staatsminister. Jetzt hat sich die Frau Kollegin Stamm gemeldet zu einer Zwischenbemerkung. Bitte schön, Frau Claudia Stamm. Ja, sehr geehrter Herr Staatsminister, ich glaube, wir sind uns alle hier im Haus einig, dass Gewalt zu verurteilen ist, egal aus welcher Ecke oder egal wie sie bezeichnet wird. Ich wundere mich aber etwas angesichts Ihres Antrages oder des Antrags der CSU-Fraktion, dass es dann nicht auch etwas differenzierter dargestellt wird. Vielleicht fehlen auch die Informationen. Also die rechtsextreme Hooligan-Gruppe Hogesar hat auch aufgerufen, um nach Hamburg zu fahren und dort Gewalt auszuüben. Da gibt es laut Medienberichten sogar Festnahmen vorher in Hannover. Die konnten dann gar nicht fahren. Und es gibt auch ein Teil derer konnten nicht fahren. Ein Teil derer waren unter denjenigen, die verwüstet haben. Laut einer Zeitung, die bestimmt nicht linksextrem ist, nämlich die Mopo, falls Ihnen das was sagt. So, das ist das eine. Und das andere ist, es gibt Läden in der Umgebung, genau da, wo es am schlimmsten war. Und die Besitzer dieser Läden haben mehrheitlich nachzulesen auf verschiedenen Internetforen gesagt, dass es eben nicht nur linksextreme schwarzer Block war, sondern es war Partyvolk. Es waren halbnackte Menschen, besoffen, die durchgegangen sind. Partyvolk, die verwüstet haben. Wenn Sie hier solche Anträge stellen und Gewalt verurteilen, dann wünsche ich mir, dass es in alle Richtungen ist und nicht nur einseitig. Dankeschön, Frau Kollegin, Herr Staatsminister.